Komm auf den Kanal Stunner Gaming. Und wie ihr hier sehen könnt, spielen wir heute mal wieder Emergency Hamburg. Diesmal nicht als Busfahrer, sondern als Taxifahrer. Ja, ich habe endlich diesen Mercedes Sprinter freigeschaltet. Ich kann es euch noch mal kurz zeigen. Hier der Mercedes Sprinter. Ich habe bald auch, denke ich, die Mercedes E-Klasse als Taxi, aber das dauert noch ein bisschen. Wir fahren heute aber erstmal mit dem Großen. So, ich würde sagen, wir fahren dann auch hier gleich später zur Tankstelle. Wir kommen da eh hin. Wir haben nur noch 11 Liter angefangen. Kommt das Auto jetzt her? Egal, so. Dann fahren wir jetzt hier erstmal gleich zur Tankstelle, beziehungsweise erstmal zur ersten Haltestelle. Nichts passiert. Wir sind beide gegen irgendwo gefahren. So. Es kommt bald auch wieder eine Folge von LKW-Firma. Das dauert aber noch ein bisschen. Auf jeden Fall, Leute, kommt es bald auch noch. So, wir fahren jetzt erstmal da hinten hin. In Hoffnung, dass ich noch schnell ankomme. Das hier ist kein gewöhnlicher Taxi-Service, sondern ein schneller Taxi-Service. So, okay, wir sind bald da. So. Stellen wir uns hier mal hin, so. Fahren hier wieder raus. Ich habe jetzt nur noch 9 Liter, ja. Ich hoffe, ich bleibe nicht stehen. Das wäre nämlich ein bisschen blöd. So. Ich muss das hier vorfahren. So. Ach nee. Ich muss jetzt geradeaus fahren. Ja, tanken, genau. Fahren wir ja erstmal geradeaus. Es hat sich auch ein bisschen hier bei Emergency Hamburg was getan. Hier seht ihr beispielsweise Baustellen. Ja, was heißt Baustelle? Es gibt nur eine. Aber es hat sich ein bisschen hier was geändert. Können wir uns ja gleich nochmal genauer angucken. Also hier bei Update seht ihr hier nochmal eine neue Parkgarage, irgendwie was mit Money, elektrische Vehicle Game Pass, Charge Electric Vehicle, Call for ADAC. Also ADAC hat jetzt auch so Ladedinge, damit die Elektroautos halt laden können, wenn die irgendwo stehen bleiben. Zwei neue Autokanners und New Realistic Lease plus Fire Department sein. Genau. Und mehr. Also New Parking Garage würden wir eventuell gleich sehen. Da können wir dann gleich mal gucken. Wer hupt hier? Warte, ich muss mal kurz was machen. So. Ey. So. Hier irgendwo muss eine Parkgarage sein. Oh, ist es rot, ist es rot, ist es rot. Ich frage mich gerade, warum hier das Spiel so ultra leckt schon wieder. Aber egal, Leute. Werde bitte grün, Ampel. Danke. Irgendwo hier muss eine Parkgarage sein. Denk mal, dass da hinten irgendwie. Wir gucken einfach mal jetzt. Gut. Also irgendwie haben die gesagt, dass das hier in der Nähe sein soll. Ah, ich hab's schon gesehen. Ich hab's schon gesichtet. Hier. Da ist sie. Nice, die gucken uns doch jetzt erstmal an. Bevor wir weitermachen. Nice. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ist halt einfach eine Parking-Garage. Was soll man dazu sagen? So. Ab, Exit. Ah, okay. Jo. Also wenn hier Autos parken, ne, dann kommst du hier nicht mehr hoch. Down. Achso, da sind die Treppen. Okay,
Okay, und hier kommt man wieder runter. Okay, ist eine coole Bargarage auf jeden Fall. Aber ja, weiß ich nicht, ne? So, jetzt muss ich kurz gucken, ich muss nach links, okay. Naja, was soll man dazu sagen? So, ist halt einfach eine Parkgarage. Kann sich da verstecken, so, und ja. Mehr auch nicht, ne? Warum hat der mich jetzt angerufen? Egal. Wir fahren einfach weiter. Wir haben auch schon wieder fast 50 XP gesammelt. Also man sammelt hier als Taxifahrer sehr wenig, weil man halt bei jeder Station nur 5 XP bekommt. Also ihr seht es jetzt. Da, ich bekomme nur 5 XP. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so wenig ist. Also ich würde es feiern, wenn es schon 10 wären. Aber ich glaube, dann bist du auch schnell mit dem Dings fertig. Aber ich muss sagen, 5 finde ich wirklich einfach wenig. Ja, vielleicht wird das irgendwann geändert oder so. Keine Ahnung. So, wir fahren hier rechts rein. Also die Sirenen haben sich auch hier komplett geändert. Ich weiß nicht, ob man es schon irgendwann mal gehört hat. Aber ich denke, die Leute, die gemischt haben, die spielen, die wissen, was ich meine. Ja. So. Warten wir mal, bis wir hier rüber können. Das kann eine halbe Ewigkeit dauern, weil die Ampel so blöd ist. Oh, es wird dunkel, sehe ich gerade. Ja, wir haben es auch schon 17.38 Uhr. Na, ja, könnte dunkel werden. Ich habe gerade. Ah, hinter mir war gerade sogar ein Elektroauto, habt ihr gleich gehört. Also, es gibt jetzt hier sehr viele Elektroautos. Ich glaube, wobei es gibt nur einen, ne? Ein Tesla und dann halt noch dieses komische I irgendwas. Das Tesla-Dings kann man, glaube ich, ohne Game Pass kaufen. Ich weiß es aber jetzt nicht ganz. Könnte sein, dass man es auch mit Game Pass kaufen kann. Kaufen muss. Keine Ahnung. Aber sonst gibt das irgendwie auch mit dem Game Pass mit den elektrischen Auto keinen Sinn. Elektrischer Auto keinen Sinn. Also ich denke mal, man muss das auch, also man muss den Game Pass haben, dass man den Tesla und halt dieses I irgendwas bekommt. Also bei Feuerwehr und sowas gibt es auch dieses I, also dieses Elektroauto. Also das kann man überall können ja alle nicht Auto fahren. Egal. So, wir fahren einfach jetzt ganz normal hier weiter. Wir dürfen auch nur 50 fahren. So. Schaut doch gerne mal auf meinen Discord-Server vorbei, Leute, denn ich entwickle aktuell auch ein Roblox-Rollenspiel, was auch so wie Emergency Hamburg sein wird. Also ich werde hier auch diese Karte haben. Vielleicht nicht tatsächlich zum Draufdrücken, sondern nur zum, also dass man es nur so sieht. Aber ich denke, ich ändere das auch noch so um, dass man halt hier auch draufdrücken kann die auf der Karte. Genau. Könnte sein, dass manche auch einfach auf dem Handy spielen und einfach die Kontrolle nicht haben. So, kannst bitte grün werden, Ampel. Es kommt niemand. Auf jeden Fall sind bei mir natürlich auch hier diese Wege und sowas alles. Na, alles so wie hier ist es bei mir auch. Also ich werde nicht unbedingt besser als Emergency Hamburg sein, aber auf jeden Fall auf dem gleichen Stand sein. Das ist mein Ziel und deswegen dauert die Entwicklung jetzt auch schon ein Jahr lang.
weil ich halt auch dementsprechend selber alles mache. Also ich habe keine Helfer und das ist halt auch ein großes Problem, dass ich keine Helfer habe und deswegen dauert es halt viel, viel, viel zu lang. Da kommt auch noch ein bisschen Schule und was weiß ich noch alles ein bisschen im Weg und deswegen ist die Entwicklung jetzt schon seit einem Jahr. Aber ich denke, das wird sich bald ändern. Ne? Also, ich habe jetzt schon einen Car-Spawner machen lassen, also für Robux. Der ist ziemlich gut und ja. Das wird auf jeden Fall was. So. Dann fahren wir jetzt mal die zweite Ausfahrt raus. So, ich mache jetzt noch. Ja, wobei. Oh, alles klar. Ja, Fortfahrt haben wir hier nicht. Weil egal, wir fahren einfach trotzdem. Wir fahren auch in der 50er Zone 100, also mein Führerschein wäre auf jeden Fall weg. Aber ja, passiert halt nichts, ne? Sind wir gleich wieder bei der Parkgarage. So. Links. Das Coole ist, dass man hier halt nicht diese Taxi-Dinger kaufen muss mit dem Game Pass, wie bei Köln, Germany und Emergency Frankfurt. Das gehört ja auch von den Inhabern hier, die viele gehören, also haben auch Erwin und Felix gemacht. Das sind die Entwickler übrigens von Emergency Hamburg. Die haben halt auch Köln und Emergency Frankfurt gemacht und haben das dann halt verkauft einfach. Nehmen wir auf hier rumzuhupen. Was ich mich frage tatsächlich, warum die Ampeln gelb leuchten. Das ist so das einzige Fragezeichen bei mir. Was wäre dieses E-Auto? Hallo. Kannst du jetzt mal Dingsen hier? Danke. So. Perfekt. So. Hey, jetzt kann ich auch rückwärts fahren. So. Fahren wir noch einmal hier hin. So Leute, und ich würde sagen jetzt, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut wie gesagt auf Discord vorbei, um mich einfach zu unterstützen wegen meinem Spiel. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und motivieren, weiterzumachen, weil ich ja natürlich weitermache, aber würde mich natürlich noch mehr motivieren dazu. Ja, schaut auch gerne noch auf anderen Links vorbei, wie Instagram und Co. Und habt noch einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Sandro. Ciao, ciao.